Ja, mein Name ist Janis Lasos. Ich bin Rechtsanwalt und tätig in der Sozietät Michel LLP in Berlin. Seit 1993 Rechtsanwalt und seit dieser Zeit im Immobilienrecht tätig. Und mein Spezialgebiet ist das private Bau- und Architektenrecht. Ja, ich habe heute über den Immobilienmarkt in Berlin gesprochen und habe da versucht, einige allgemeine Standortfaktoren aufzuzählen, die den Immobilienmarkt in Berlin attraktiv machen für ausländische Investoren. Und ich habe in einem zweiten Teil versucht, zu verdeutlichen, wie man mit rechtlichen Mitteln Investoren, die sich entschieden haben zu investieren und ein Immobilienprojekt durchzuführen, dabei helfen kann, dieses Projekt auch mit einer gewissen Kostensicherheit zu realisieren. Also wenn man mich fragt, ob Immobilien eine sinnvolle Investition sind zum jetzigen Zeitpunkt, dann würde ich trotz der steigenden Preise immer noch sagen ja. Und zwar, weil wir in Berlin, in Deutschland immer noch ein sehr günstiges Zinsniveau haben im Moment und weil ich der Meinung bin, dass der Berliner Immobilienmarkt ein sehr solider Immobilienmarkt ist, der auch immer noch gute Chancen gewährt und dem Erwerber, wenn er sich das Objekt anguckt und sorgfältig prüft, auch immer noch viele Möglichkeiten einer guten Investition bietet.